Servus Leute, ihr wisst, ich habe keine Zeit. Ich habe das alles privat und nebenher gemacht, was ich auf dem Kanal mache. Und deswegen gucken wir uns wieder die Vorschau an, zusammen natürlich den ersten Teil für die Blockbuster 2024, Teil 1, die dann eben rauskommen, wieder von der GameStar, vom guten Fritz und los geht's. 2023 war ein sehr gutes Spielejahr, aber auch 2024 stehen wieder jede Menge spannende Veröffentlichungen an. Also schauen wir uns mal die größten Spiele-Releases für 2024 etwas genauer an. Wir haben den Ausblick übrigens auf zwei Videos aufgeteilt, weil es so viele Spiele sind. Wir gehen die Spiele dabei in alphabetischer Reihenfolge durch. Wenn euch also ein Spiel fehlt, schaut auch in den zweiten Teil des Videos, sobald der online ist. Mit Assassin's Creed Codename Und wenn euch ein Spiel gefällt und ich dazu nichts sage und ihr sagt, wow, schreibt es auch noch bei mir rein. Red spielt endlich ein Hauptteil der Meuchelmörderreihe in Japan. Das Setting hatten sich viele Fans wohl schon seit Jahren gewünscht. Der Schauplatz ist aber leider die bislang einzige offizielle Information, die wir über das Spiel haben. Laut Insider Tom Henderson dreht sich die Story von AC Red um eine weibliche Shinobi, also eine Kunoichi, und einen männlichen Samurai. Die männliche Figur ist dabei wohl an den historisch überlieferten ersten Samurai angelehnt, der nicht aus Japan kam. Er wurde Yasuke genannt und stammte wahrscheinlich aus Mosambik. Avowed wurde erstmals 2020 angekündigt, dann war es lange still um das Spiel, aber 2024 soll es wohl endlich erscheinen. Das Entwicklerstudio Obsidian Entertainment arbeitet hier am nächsten großen Rollenspiel-Hit. Avowed führt uns zurück in die Welt von Pillars of Eternity. Allerdings erkunden wir hier einen bislang unbekannten Teil der Fantasy-Welt und diesmal erleben wir das Geschehen auch nicht aus der ISO-Ansicht, sondern ähnlich wie in Skyrim oder The Outer Worlds in der Ego-Perspektive. Auch das Gameplay erinnert an The Elder Scrolls 5. Statt einer zusammenhängenden Open World gibt's hier allerdings weitläufige Einzelgebiete, ähnlich wie in The Outer Worlds. Dafür werden wir aber auch in Avowed viele Entscheidungen treffen und uns unseren eigenen Weg durch die Spielwelt bahnen. Ist notiert, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auf der Liste drauf, aber Grafikstil weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob der so bleibt wie da dargestellt. Ist nicht mein Ding. Ich kann gar nicht beziffern, warum, aber es kommt nicht in mein Herz. Keine Ahnung. In Banishers Ghosts of New Eden reisen wir als Ehepaar Red und Antea als Geisterjäger durch das junge Nordamerika des 17. Jahrhunderts. Das Spannende dabei, Antea ist selbst ein Geist, was aber nicht bedeutet, dass sie ihrem Mann Red nicht tatkräftig zur Seite steht. Als Antea verfügen wir nämlich über mächtige magische Fähigkeiten, die im Kampf mit den übernatürlichen Kreaturen extrem nützlich sind. Red kämpft währenddessen mit Fackel, Schwert und Gewehr und hält sich so die materiellen Gegner vom Leib. Materiellen Gegner, die nur Geld wollen. Ich habe gerade gestoppt vorher, weil ich dauernd im Hintergrund eine Frauenstimme ist. Ich habe keine Ahnung. In Black Myth Wukong treten wir als Affenkönig jeder Menge kleinen, aber vor allem auch beeindruckend großen Gegnern entgegen und erleben eine Geschichte, die von der chinesischen Erzählung Die Reise nach Westen inspiriert ist. Unsere Waffe, ein mächtiger Kampfstab. Anders als in vielen Souls-Likes sammeln wir hier also kein ausuferndes Arsenal zusammen, sondern meistern unterschiedliche Kampfstile mit dem Stab, die allesamt ein eigenes Bewegungsrepertoire bieten. Wir nutzen aber auch Magie und Feuerattacken oder verwandeln uns sogar in Tiergestalten. Black Myth Wukong erscheint am 20. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X und S. Ich wünsche euch super viel Spaß, falls ihr das spielt, aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Dragon's Dogma 2 ist der lang erwartete Nachfolger des Open-World-Rollenspiels von 2012. Und diesem Kulthit bleibt das neue Spiel sehr treu. Wir kämpfen gegen gewaltige Fantasy-Kreaturen wie Zyklopen und Trolle und können sogar an ihnen hochklettern. Wir schmeißen mit Magie um uns und heuern Vasallen als KI-Begleiter an. Das Vasallensystem war schon im ersten Dragon's Dogma ein wahres Highlight und wurde noch weiter ausgebaut. Unsere Begleiter erlernen jetzt beispielsweise neue Spezialfähigkeiten, können etwa als Dolmetscher weiterhelfen. Sehe ich ein bisschen als Ersatz für, Gott, wie heißt es denn? Dragon Age 3? Was ist Dragon Age eigentlich? Dragon Age 3 ist kompliziert. Okay, sagen wir es, ich sehe es ein bisschen als Ersatz für Dragon Age 4, falls es nächstes Jahr nicht rauskommt.
Das erinnert mich sehr daran. Ich habe den ersten Teil nicht von Dragon's Dogma gespielt, aber und noch in Quests und beim Erkunden der Welt sollen sie uns jetzt noch besser mit ihrem Wissen weiterhelfen. Könnte was werden. Vorausgesetzt, sie kennen das Gebiet oder die Quest bereits von einem ihrer Ausflüge mit anderen Spielern. In Dragon's Dogma können wir uns nämlich die Begleiter anderer Spieler anheuern und auch unser eigener Hauptbegleiter kann als KI-Klon bei anderen Spielern mitmachen und so schon lange vor uns bislang unbekannte Gebiete und Quests sehen. Was? Krass, okay, was komplett Neues. Dragon's Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Leute, was sagt denn? Klingt gut, oder? Bis März halt mal durch. Mit Final Fantasy VII Rebirth steht der zweite Teil der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII an. Auf PlayStation. Die Story setzt nach den Ereignissen von Final Fantasy VII Remake an. Wir verlassen erstmals die Stadt Midgard und reisen stattdessen durch die riesige Welt Gaias in Richtung der Stadt Kalm. Unser Ziel? Bösewicht Sephiroth aufhalten, der die Macht über den Planeten an sich reißen will. Das bislang gezeigte Gameplay ähnelt stark dem von Final Fantasy VII Remake mit einer Mischung aus Echtzeitkämpfen und Kommandos. Allerdings erkunden wir dieses Mal eine wesentlich größere Spielwelt, die einiges mehr an optischer Abwechslung im Vergleich zu Midgard bietet. Wir können sogar Chocobos reiten. Final Fantasy und züchten anscheinend, weil jetzt jemand Final Fantasy VII kennt. Die 7 Rebirth erscheint am 29. Februar 2024 für die PlayStation 5. In Frostpunk 2 hat die Menschheit die Apokalypse überstanden und ist jetzt mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Trotzdem müssen wir immer noch gegen die eisige Kälte ankämpfen und dabei schwierige moralische Entscheidungen treffen, während wir das Überleben unserer Stadt sichern. Denn was unsere Siedlung wirklich bedroht, sind die Konflikte innerhalb der Bevölkerung. Wir müssen deshalb die Balance zwischen unterschiedlichen Fraktionen wahren, die alle ihre eigenen Visionen für den Fortbestand unserer Stadt haben. Soweit ich sehe, gibt es da oben jetzt auch, ja, weiß ich nicht, was denn das ist. Es ist eine magnetische Bahn, auf jeden Fall irgendwelche Wege, die vielleicht auch vielleicht sind es auch Förderbänder oder sowas. Und die Stadt sieht ziemlich groß aus und nicht mehr so ringförmig angeordnet, ne? Ist ja klar, dass hier der Ring ist und darum, wer das Spiel kennt, Wärme hier kommt von da, von kleinen Unterreaktoren, ist auch egal, von kleinen Kraftwerken auch und deswegen hat sich alles in Ringe angeordnet. Hier wirkt es nicht ganz so. Na, mal schauen. Frostpunk 2 soll noch in der ersten Hälfte 2024 erscheinen. Nach über 20 Jahren ist es soweit, der Rollenspielklassiker Gothic bekommt endlich das wohlverdiente Remake. Die Neuauflage erfindet die Welt von Gothic nicht neu, sondern will sich sehr konkret an das Original halten und eine treue Umsetzung in die Moderne sein. Beispielsweise wird das Kampfsystem zwar auf dem Original basieren, es jedoch um einige Mechaniken modernisieren. Einen Gameplay-Trailer davon können wir euch zwar noch nicht zeigen, aber auf GameStar.de gibt es bereits einen Angespielt-Bericht zur jüngsten Demo vom Kollegen Fabiano. Den Link findet im jüngsten Demo? Es gibt eine neue Demo? Weil die alte Demo, die ist ja komplett. Naja. Seht ihr in der Videobeschreibung. Ein genaues Release-Datum hat das Gothic 1 Remake noch nicht. Es soll aber 2024 für PC, PlayStation 5 und die Xbox Series X und S erscheinen. Sind wir auch dabei. Homeworld 3 führt endlich die Geschichte der legendären Weltraumstrategie fort. Vor 100 Jahren ging die Flotte von Weltraumheldin Karen Sjet in der düsteren Anomalie verloren. Wir spielen Karens Nachfolgerin Imogen, die auf der Suche nach Antworten ist. Neben der Story-Kampagne bietet der neue Teil auch einen Roguelite-Koop-Modus und PvP-Kämpfe gegen andere Spieler. Außerdem sollen die Umgebungen jetzt deutlich mehr taktische Möglichkeiten bieten. Im 3D-Raum wird jetzt nämlich auch zwischen gewaltigen Weltraumobjekten gekämpft. Im Februar 2024 werden PC-Spieler dann endlich wieder ihre Flotte kommandieren können. Wir schreiben das Jahr 2091 und der Megakonzern Horsein hat die ultimative Armee erschaffen. Eine gehorsame Horde biotechnologischer Monster namens Zed. Wie die Vorgänger wird auch Killing Floor 3 ein Action- und Horror-First-Person-Shooter. Der Koop-Modus unterstützt bis zu 6 Spielende und setzt auf den bekannten Rhythmus aus Monster umkloppen, aufleveln und noch mehr Monster umkloppen. Bislang haben wir von Killing Floor 3 aber nur einen ersten Trailer und eine Handvoll Screenshots gesehen. Die Gegner erinnern dabei stellenweise an die Tyrants aus Resident Evil, während die Umgebungen ein bisschen wie aus Doom wirken. Mhm. Ein konkretes Release-Datum für Killing Floor 3 gibt es noch nicht. Wir wissen aber, dass der Shooter für PC, PlayStation 5 und die jüngsten Xbox-Konsolen kommt. Alter. Like a Dragon Infinite Wealth ist der 8. Teil der Yakuza-Reihe. Im Rollenspiel schlüpfen wir erneut in die Rolle von Protagonist Ichiban Kasuga. Diesmal ist er aber nicht allein, denn Serienheld Kazuma Kiryu kehrt aus dem Ruhestand zurück und wird ebenfalls spielbar sein.
Wie schon im Vorgänger setzt das Spiel wieder auf rundenbasierte Kämpfe. Setting ist diesmal sowohl Japan als auch die amerikanische Pazifikinsel Hawaii. Wie für die Reihe üblich erleben wir dabei jede Menge Minigames, nehmen Jobs an und können sogar unser eigenes Urlaubsresort auf einer privaten Insel aufbauen. Like a Dragon Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für PC, PlayStation 5 und die Xbox Series X und S. Remake zu Super Mario RPG vor ein paar Wochen liefert Nintendo am 16. Februar 2024 gleich die nächste Neuauflage für die Switch. In Mario vs. Donkey Kong stiehlt Donkey Kong alle Mini-Mario-Spielzeuge direkt aus der Fabrik und Mario muss ihn jetzt verfolgen und die Spielzeuge wieder einsammeln. Aber das ist Mario vs. Donkey Kong erschien 2004 zum ersten Mal für den Game Boy Advance und feiert nächstes Jahr das Comeback auf der Switch. Das altbekannte Spielprinzip wird fortgeführt. Mario muss irgendwie die Hindernisse seines Rivalen überwinden und ans Ziel gelangen. Nur so kann er die gestohlenen Mini-Mario-Spielzeuge wieder beschaffen. Ganz neu im Remake ist übrigens der Koop-Modus für zwei Spieler. Das ist auch gut. Mit Metal Gear Solid Delta Snake Eater legt Konami 2024 endlich Metal Gear Solid 3 neu auf. Genau 20 Jahre nach dem ersten Release für die PlayStation 2. Wir steuern hier Geheimagent Naked Snake, den wir später in der Serie als Big Boss kennenlernen. Naked Snake muss in den 1960er Jahren im Auftrag der US-Regierung gegen eine russische Übermacht antreten und einen Wissenschaftler befreien. Was sieht gut aus, ne? Also das, was da so zu sehen ist, Original habe ich nicht gespielt, ich habe den Vorgänger, also Solid Snake 2 gespielt, aber ich weiß es noch nicht. Dazu nutzen wir zahlreiche Waffen, Gadgets und Guerillataktiken und bleiben möglichst unerkannt. Leid. Für das Remake wird Konami das Gameplay-Gerüst weitestgehend unangetastet lassen und nur in Details anpassen. So kann Snake jetzt auch geduckt schleichen und muss nicht immer gleich im Dreck kriechen. Auffälligster Unterschied zum Original ist aber natürlich die ganz neue Grafik, umgesetzt mit der Unreal Engine 5. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt's noch nicht. Metal Gear Solid Delta Snake Eater ist aber für den PC, PS5 und Xbox Series angekündigt. Mario vs. Donkey Kong ist nicht das einzige Spiel, dem Nintendo 2024 einen neuen Anstrich verpasst. Das zweite Paper Mario Spiel, die Legende vom Äonentor, bekommt auch eine Neuauflage. Statt eines Remakes gibt's hier aber nur ein Remaster des ursprünglich 2004 für den Paper Mario kenne ich, ne? Aber der Zusatz des GameCube veröffentlichten Spiels. In überarbeiteter Grafik blättern wir uns durch die Seiten des RPG-Abenteuers und suchen mit Mario und seinen Freunden den legendären Schatz hinterm Äonentor. Der charmante Pappkarton-Look bleibt natürlich auch im Remaster erhalten, denn die besondere Optik sieht nicht nur niedlich aus, sondern wirkt sich auch aufs Gameplay aus, wenn sich Paper Mario zum Beispiel durch einen engen Spalt quetscht oder als Papierflieger Abgründe überwindet. Die Legende vom Äonentor gilt übrigens als der beste Teil der Paper Mario-Reihe. Falls ihr die Serie also bislang verpasst habt, könnte die Neuauflage der ideale Einstiegspunkt werden. Einen konkreten Release-Termin für die Switch-Version kennen wir aber noch nicht. Path of Exile 2 wird ein komplett neues und eigenständiges Spiel. Klingt jetzt erstmal ziemlich selbstverständlich, doch ursprünglich wollten die Entwickler von Grinding Gear Games ihr erfolgreiches Free-to-Play-Hack-and-Slay Path of Exile direkt mit dem Nachfolger verschmelzen. Diese Pläne wurden inzwischen aber über den Haufen geworfen, denn Path of Exile 2 bringt zu viele Neuerungen und der Vorgänger soll auch weiterhin als Einzelspiel weiterlaufen. Path of Exile 2 steht also für sich und ihr könnt es ab dem 7. Juni 2024 in der Beta spielen. Diese Beta soll dann auch schon alle bis dahin fertigen Inhalte liefern, den Zugang gibt's aber wohl nur über kostenpflichtige Founder-Pakete. Ich hab's gerade verpasst, ist jetzt ein Trailer zu dem zweiten Teil, was wir gerade sehen. Also sieht echt gut aus, ne? Aber ich habe den ersten Teil angespielt, das war nicht mein Ding. Außerdem habe ich selbst Diablo 4, obwohl ich es sehr gerne wollte. Ich habe dafür keine Zeit. Es ist einfach zeitaufwendig. Ich kann es einfach nicht spielen. Und das sieht mir danach auch aus, dass es einfach zu zeitaufwendig ist. Komplett Free-to-Play wird Path of Exile 2 also erst später. Das neue Spiel liefert neben neuen Gebieten, einer stark verbesserten Grafik und einer direkten Charaktersteuerung per Gamepad oder WASD-Kombo vor allem mehr Synergien zwischen unseren Fähigkeiten. So kombinieren wir beispielsweise Elementarangriffe und Fähigkeiten zu immer neuen Effekten. Auch die Ausrüstung wird darauf ausgerichtet. Zudem gibt's jetzt eine Ausweichrolle ohne Cooldown, die den Spielablauf nochmal spürbar flotter macht und besonders in den Bosskämpfen nützlich wird. Sieht gut aus, ey. So viel zum ersten Teil von unserem Ausblick auf die größten Spieleveröffentlichungen 2024. Den Rest gibt's in Teil 2, aber schreibt uns gerne schon mal, auf welche der bisherigen Spiele ihr euch besonders freut. Mir auch. Bald geht's dann.
finde es echt super schade, dass wir, weil ich ja gerade dabei bin, Final Fantasy VII, dass wir das nicht gleich im Anschluss, wenn es rauskommt, spielen können, weil ich einfach keine PlayStation 5 besitze und wegen einem Spiel es auch nicht kaufen werde. Ja, so ist es halt. Bei irgendwelchen Kollegen, finde ich, wird es bestimmt dazu kommen. Gronkh, viel Spaß dabei und wir sehen uns dann im zweiten Teil. Wahrscheinlich morgen. Macht's gut, Servus.